Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Kartenchaos-Video. Mein Name ist Rotmack und wir haben diese Woche Karambolage am Wegekreuz. Ihr seid mit einem anderen Helden zusammengestoßen und eure Decks haben sich vermischt. Wählt zu Beginn des Spiels einen anderen Helden, euer Deck wird aus zufälligen Karten beider Klasse bestehen. Ja, wir wählen also jetzt eine Klasse und wir kriegen dann in der ersten Runde die Auswahl zwischen drei Heldenklassen und können dann so die zweite Klasse hinzufügen quasi, ja. Wir kennen Karambolage am Wegekreuz zu gut, haben wir schon das Öfteren gehabt hier bei Hearthstone. Und ich wähle mir jetzt den Paladin, denn ich mag Paladin. Ja, ich mag den Paladin. Ich mag Paladin. So, hat ganz absolut Sinn gemacht, der Satz. Ich mag Paladin, ja. Ich bin gespannt, welche Klasse wir auswählen können. Ich würde gerne für den Paladin den Druiden zum Beispiel nehmen, denn dann hätten wir so ein bisschen das Ziel, dass wir halt das Board füllen und die Diener da pushen können. Da hat der Paladin wie auch aber der Druide Karten, damit wir erstmal das Board füllen können und dann zweitens auch mal hier richtig schön die Diener pushen können. Gegen Nemsi. Gegen eine Hexenmeisterin. So, wie gesagt, wir schauen mal, was wir kriegen. Wir haben jetzt die Starthand zuerst einmal, die wir uns anschauen können. Da kommt betretet das Kolosseum, kommt erstmal raus. Dann auch Tashley kommt raus. Auf in die Schlacht können wir eigentlich drin lassen. Finde ich okay. Kann man auch gleich wieder hier für mehrere Diener raushauen. Und Zwielichtältester bleiben wir auch, halten wir erstmal drin. Ne? Gehen wir davon aus, dass hier auch noch zu tun mit dabei ist. So. Vereint gegen das Dunkel und wir haben noch scharlachrote Fanatikerin, plus die Münze natürlich. Und der Gegner, Woshak, hat sich eine Klasse gewählt und zwar ist das der Magier. Wir grüßen ihn natürlich, den Hexenmeister Magierverschnitt und da kommt Schneewatschler. Meine Freunde, die süßeste Karte überhaupt in Hearthstone. Der Schneewatschler. Sehr schön. Ist mir eine Ehre, Schneewatschler. Ist mir eine Ehre. So, wir können jetzt also auswählen zwischen diesen drei Klassen. Das sind genau die drei Klassen, von denen ich eigentlich überhaupt nichts wissen möchte mit dem Paladin. Ich hätte gerne den Druiden gehabt, den Schamanen, warum nicht, den Priester zum Beispiel, wäre auch toll gewesen. Aber Hexenmeister, Krieger, Schurke, was will ich denn da nehmen? Ich nehme mal den Hexenmeister. Doch, komm, wir nehmen den Hexenmeister. Wir sind mal so, ne? Ich habe da nichts viel mit Kampfschrei, weil hier klasse Schurke wieder zurück in die Hand und so. Ich nehme den Hexenmeister. So, und dann beginnt das auch gleich hier mit einem, ja, machen wir, hauen wir raus hier, den Dämonen, Vulgärer Homunculus, ja, wird so ausgesprochen, natürlich. So, er kann natürlich jetzt den Homunculus nicht angreifen, mit seinem Schneewatschler, weil sonst ist der weg, er müsste noch eine Runde warten. Er macht hier einmal Adalas, sei ihm gegönnt. Und er greift an. Wieso? Wieso tut man sowas? Egal, vielleicht hat er was im Hinterkopf. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt hier erst einmal einen kleinen Rekruten mit dabei. Und dann gehen wir mit dem Dämonen hier mal ins Gesicht. So, 26 zu 28. Das Spiel könnte eigentlich schon vorbei sein. Wir haben gewonnen nach jetzigem Stand. Passt für mich. So. Ich bin gespannt, was er sich dabei überlegt hat. Warum er mit dem Watschler hier auf den Homunculus geht. Weil, ne? Wenn ich ihn weghaben möchte, hätte ich dann zweimal angreifen müssen mit ihm, weil er halt gepusht geworden wäre. Die Herrin der Schmerzen, 1-4, wird natürlich jetzt auch gepusht, ist auch nicht schlecht. Aber, ja, 1-4, meine Güte. Dann, wenn er ihn nicht pusht, ist es ja eigentlich egal, ne? Wir hauen jetzt erst einmal sie raus. Ja, wir machen ein bisschen Druck hier. Mal schauen, wie er reagiert. Vielleicht ist er in die Enge getrieben und dann weiß er nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Dann dreht er völlig durch und macht Fehler. Ja. Mal schauen. Ich kann im nächsten Zug natürlich mit 4 Mana kann ich auf in die Schlacht spielen. Dann haben wir hier das Board schon ganz gut gefüllt. Vielleicht alle Diener außer auf jeder Seite einen Diener mit dem höchsten Angriff. Lieber noch nicht, ne? Lieber noch nicht. Oh, wurde immun. Ist eingefroren. Alles gut. Alles sauber. Ist eigentlich gar kein Problem. So, klar, er kann ihn jetzt weghauen. Im nächsten Zug, natürlich. Ich könnte jetzt aber auch einen Angriff eines Dieners auf 1 setzen, aber jetzt, das ist das, nee.
Ich könnte es theoretisch machen jetzt. Wäre, so blöd wäre es gar nicht, aber nee. Ist blöd. So. Da kriegen wir einen Diener raus. Hydrologin. Ne, mit Kampfschrei. Warum nicht? Alter. Hätte man mir auch sagen können. Hätte ich was anderes gespielt. Naja, egal. Wir gehen hier nochmal mit 3 ins Gesicht. Der Typ ist auf 21. Und er wird langsam nervös. Ich spüre das. Ich spüre das. Da habe ich ein Gespür für. Allen außer Dämonen hier mal Schaden reingepfeffert. Das war jetzt wirklich nicht schlecht. Das war jetzt wirklich nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Hat er fein gemacht. So, jetzt muss der weg. Jetzt muss der weg hier. Zieht 2 Karten. Ja, ist jetzt eher doof, ne? 5 Rekruten der silbernen Hand herbeigerufen. Alle 1-1. Nee, komm, wir machen hier mal. Vielleicht macht es ihn ein bisschen nervös. Dann haben wir hier noch einen Rekruten raus. Und dann schauen wir mal. Ja, Zaton wird nicht gepusht. Keiner im Deck. So wie es ausschaut. Schade. Und 3-4er ist eigentlich auch nicht schlecht für 3, ne? So. Da füllt der gute Herr auch sein Board. Sehr nice. Und dann können wir jetzt können wir da mal was veranstalten, liebe Freunde. Denn jetzt machen wir hier mal. Betretet das Kolosseum. Flutsch. Weg mit dem Rest. So. Der 3-4er beidseitig. Und ich kann jetzt ins Gesicht gehen. Er hat noch 20 live und ich habe 5 Karten in der Hand. Er hat nur 4 Karten in der Hand. 4. So, mal schauen, ob er da noch was reagieren kann. 4 Karten. Große Arkane Geschosse. Ja, ja. Okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist gar nicht mal so schlecht, Freunde. Denn jetzt machen wir hier lustige Sachen. Lustige Sachen. Ich hau ihn denn jetzt weg. Das bisschen Schaden hier, das nehme ich jetzt auf mich. Kein Problem. So. Dann pushen wir den noch. So. Das Ding ist, ich gehe davon aus, dass er nicht mehr allzu viel Gutes in der Hand hat. Wenn er einen großen Diener hätte, dann mache ich aus dem halt ein 1, was auch immer er dann ist. Halt auf einen Angriff runtersetzen, wäre auch nicht so schlecht, ne? Urzeitlicher Drache. Ja. War so nicht gedacht. Naja, Zeton-Dingens wieder. Ja, Pusher, Pusher, Pusher. Okay. Einen 6-8er hauen wir hier raus. So, und jetzt ist halt die Frage. Ich würde ihn gar nicht angreifen. Man könnte ihm natürlich jetzt mit Demut hier ein bisschen was runtersetzen, aber die Frage ist, bringt mir das wirklich was? Weil 4-8, ich werde sowieso einen Diener verlieren. Ob ich jetzt, ja. Ich mach das nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Er soll jetzt mit seinem Drachen hier zum Beispiel auf die gute Hüterin von Uldaman gehen. Oh, das ist natürlich jetzt böse. Das ist böse. Da müssen wir jetzt eingreifen. Ja, da gibt's jetzt, ja. Da müssen wir. Da haben wir gar keine andere Wahl. So. Was machen wir denn alles Schönes hier? Wir können natürlich jetzt den mal runterhauen. Zum 1-7er. Dann würde ich sagen, wir holen uns noch 5 Rekruten herbei. Dafür müssen wir natürlich ein bisschen Platz machen erstmal. Wir hauen den weg. So. Der Spotter muss weg, das ist klar. Dann haben wir auch Platz für die 5. Dann wird das Board wieder gefüllt. Sehr nice. Und ich ziehe 2 Karten. Das geht in Ordnung. So, wir haben hier Blutblüte. Das ist der nächste Zauber, den ihr in diesem Zug bewirken, kostet Leben statt Mana. Okay. Und schwebende Beobachter. Erhält jedes Mal +2/+2, wenn euer Held während eures Zuges Schaden erleidet. Mit einem... Ja, ist nicht schlecht. So kann man machen. Absolut. Ich mache sogar noch einen Schaden hier. Dann ist das Schild schon mal weg. Dann gehen wir mit 3 ins Gesicht. So. Das Schild wollte ich weghaben. Was weg ist, ist weg, ne? Ja. Mit einem ins Gesicht. Gut. Machst du das? Ich muss dann auch einen Diener opfern. 5 Schriftrollen. Ab ins Deck damit. Und, nicht alle Diener, werft eure Hand ab. Ja, leck mich am Arsch. Gar nicht mal so schlecht.
Gar nicht mal so schlecht. Gut, aber richtig gut ist es auch noch nicht, ne? So, jetzt hauen wir den mal raus. Voila. Dann. Ich kann sowieso nicht angreifen. Ich hau den 3-6er auch noch raus. Erstmal. So. Dann warten wir mal. Wir haben jetzt 7 Schaden draußen. Wir können erhöhen auf 10. Er hat hier ein Geheimnis. Mhm. Schreckenshöllenbestie. Okay. Zetonen wurde gepusht. Bringt mir aber nichts. Adalas, sehr gut. 14 live noch. Wir hauen den schon noch richtig runter. Keine Angst. Wir hauen den noch richtig schön runter. Ruft am Ende eures Zuges alle befreundeten Diener herbei, die in diesem Zug gestorben sind. Am Ende jedes Zuges. Das hört sich nach Spaß an. Das hört sich nach richtig gut Spaß an, denn er muss mir den weghauen hier. Ich mache das jetzt mal so. Der nächste Zauber kostet Leben statt Mana. Lass mal. So. Dann gehen wir damit mal ins Gesicht. Mal schauen, was das für ein Geheimnis ist. Au, böse. Böse. Heißt, ich muss ihn... Ja, 3 Schaden will ich nicht riskieren. Ich muss ihn weghauen. So. Ich hätte ihn nicht töten können, wäre nicht gegangen. +2/+2 wäre er auf 11 gewesen. 3 Schaden hätte ich noch gebraucht. Aber gut, habe ich zuerst mit ihm angegriffen, ja. Das ist halt wieder ein 3-6er für 7 Mana. Was soll's? Er hat Spott. Muss ja nicht mal rauskommen. Wenn er jetzt keinen zerstören kann, habe ich gewonnen. Selbst wenn ein Spotter rauskommt. Heldenfähigkeit deaktiviert. Ja, jetzt habe ich sowieso gewonnen, mein Lieber. Also ich meine, die Karte für 7 Mana, was willst du denn da spielen? Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Der Kobold-Bibliothekar, liebe Freunde. Die schlimmste Karte ever. So. Ja, du musst... Das bringt dir nichts. 2-4 Schaden. Okay, gut, er kommt zurück. Er kommt zurück, mein Lieber. So. Und der wird jetzt auch gepusht. Ja, der wird jetzt gepusht. Und zwar auf die übelste Sorte. So, das reicht. Das reicht easy. Hätte sowieso gereicht. Wenn ich es anders gemacht hätte. So. Sehr gut. Haben wir das auch gewonnen? Easy. Oder so. Ähnlich, ja. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lasst. Auch einen Kommentar gerne. Mit welchen Klassen habt ihr gespielt? Würde mich interessieren. Und wie findet ihr dieses Kartenchaos in dieser Woche? Dieses Karambolage am Wegekreuz? Bitte mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das findet. Und ja, dann natürlich abonnieren, wenn ihr noch nicht habt, damit ihr auch kein Video verpasst hier auf meinem Kanal. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.